In diesem Video holen wir uns Antoine Griezmann Flashback. Es gibt nur zwei Fragen, die mich beschäftigen. Ist Griezmann die 380k wert, die die SBC kostet? Und die zweite Frage, gibt es da draußen außerirdisches Leben? Ich werde heute nur die erste Frage beantworten können. Ja, Freunde, ich habe es gerade schon erwähnt. Antoine Griezmann kostet um die 380.000 Münzen. Wir haben ihn trotzdem im Livestream geholt, weil ihr den unbedingt sehen wolltet. Auf jeden Fall ist er jetzt bei Atletico Madrid zurück und hat seine Flashback-Karte bekommen. 1,76 groß, starker Fuß der Linke und 4 Sterne, 4 Sterne. Normalerweise kennen wir Antoine Griezmann mal mit einem 3 Sterne Weakfoot oder so. Aber er hat 4 Sterne, 4 Sterne, was ich sehr, sehr cool finde. Macht ihn deutlich spielbarer und die Werte an sich sind auch nicht schlecht, wenn wir uns die ganze Sache mal hier angucken. Tempo total okay, 90, 88, reicht vollkommen aus. Nicht der schnellste, aber auch nicht der langsamste. Abschlusswerte sind 1A Sahne. 95 Stellungsspiel, 92 Abschluss und 90 Schusskraft. Bei den Schusswerten mache ich den nackten Mann. Passwerte sind solide. Dribblingwerte. 95 Beweglichkeit, 88 Balance. Also einfach alles über 90, das ist sehr geil. Wirklich. Sprungkraft auf 92, Kopfballpräzision auf 91, Ausdauer bei 90. Also overall die Karte wirklich sehr, sehr lecker. Die Frage ist, spielt er sich auch so, wie die Werte zeigen? Und ist er die 380k wert? Wir testen ihn erst aus und danach gibt's eine Review. Viel Spaß mit den Spielen. Ich muss ohne Musik zocken, das irritiert mich gerade mega. Das gibt's doch gar nicht. Yes! There it is! First goal of Griezmann mit dem Schwachen. Oh mein Gott, mach ihn rein! Du bist vor der Hütte! Yes! Griezmann zum Zweiten. Boom! Da sind wir doch! Hier! Let's go! Hattrick! Griezmann! War doch ein Hattrick, oder? Ja, ja, ja! Ball. Oh! Ja, ja, ja! Oh! Oh! Laufduell, schön! Wieder der Rechte! Mein Gott! Also, was Luftduelle angeht, ist Griezmann wirklich ein Psycho. Ah, ich wollte mal einen Weitschuss probieren. Schön, wunderschön. Zweimal Schusscancel auf den rechten Fuß und drin das Ding. Also er hat schon eine gute Geschwindigkeit, muss man ihm lassen. Jetzt kein Ansu Fati oder kein Mané, definitiv nicht, aber er ist schnell. Yes! Boah, dieser Donnarumma, ne? Ganz abgeklärt. Ganz, ganz abgeklärt. Ui, Baby! Oh, schöner Volley. Auf geht's. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Schön, den hat keiner gesehen. Oh! Ja, wunderschön durchkombiniert. Und dann muss, wie heißt er? Griezmann nur noch, ne? Hinhalten. Mehr muss er nicht machen. Oh, Mondi, mit der Tat seines Lebens. Ja, auch mal mit dem Rechten. Wunderschön gespielt. Wunderschön gespielt. Und auch hier wieder Griezmann mit der Konstanz im Abschluss. Auch bei den vermeintlich einfachen
Schöner Pass. Den habe ich. Oh Mann, dieser Mondi ist so stark. Da sind wir. Abfahrt. Kennt ihr den? Oh, nicht in der 90. Schönes Tor. Schönes Tor. Schöne Auflage. Wunderschöne Auflage. Schön. Schön gespielt. Oder ist er so ein bisschen unten durch? Oh mein Gott! Holy! Schade. Das hat er ja über Jahre bewiesen. Schönes Tor. Sehr schönes Tor. Schöne Auflage von Griezmann. Come on. Bei Leroy läuft er jetzt wieder. Oh, schönes Teil. Wirklich schönes Teil. Kriegt er oh, genauso wie ich hier einen von, also einen nach dem anderen von Latz. Schön. Oh mein Gott. Gott, habt ihr das gesehen? So, Freunde, wir haben 6 bis 7 Spiele mit Antoine Griezmann gemacht und jetzt gibt's ein Fazit. Vergesst nicht, einen Daumen nach oben dazulassen, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten würde ich sagen, starten wir da rein. Ich gebe zunächst einmal Antoine Griezmann eine 8,2 von 10. Also, fand ich gut. Ist definitiv in die Rubrik Metakarten einzuordnen. Schnell, sehr beweglich. Für seine Größe auch sehr kopfballstark. Abschlussstark, würde ich sagen. Vor allem mit dem linken, aber auch mit dem rechten haut er das ein oder andere Ding rein. Also, es ist definitiv eine Karte, die man abschließen kann. Es ist definitiv eine Karte, die man zur Meta zuordnen kann. Ich würde aber sagen, dass sie nicht unbedingt in der Meta ganz weit oben ist. Muss ja auch nicht immer sein. Ne? Wenn du jetzt ein Riesenfan von Antoine Griezmann bist, wenn du jetzt ein Riesenfan von Atletico Madrid bist oder wenn du diesen Spieler an sich einfach spürst, wenn du sein Player-Model, sein Player-Laufstil und so fühlst auf dem Spielplatz, dann hol dir die Karte und du wirst sehr, sehr viel Spaß haben. Wenn du sagst, nee, 380k, ich will mir die Karte nur holen, wenn sie auch wirklich alles wegschießt, dann würde ich dir empfehlen, eventuell mal Ben Yedder auszutesten. Die zwei kommen sich sehr, sehr nah, was das Gameplay angeht. Wobei ich sagen muss, dass Ben Yedder auch nochmal 5 Sterne Week futtert. Ne? Dieses Plus hat auf jeden Fall Ben Yedder. Was aber der Vorteil von Griezmann ist, ist, dass er einfach körperlich stärker ist. Das spürt man einfach. Ja? In den Zweikämpfen ist er ein Tick aggressiver als Ben Yedder und zieht sich dementsprechend auch kräftiger zu den Bällen hin. Jo, ansonsten war es das von mir, Freunde. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bleibt gesund und haut rein. Ciao, ciao.